Ja, und damit herzlich willkommen zur 8. Folge. Nachdem ich ja die letzte Zeit ein bisschen, ja, unbeständig war am Aufnehmen, habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das doch nochmal wieder ein bisschen intensiviere und regelmäßiger tue. Und ja, genau. Wir hatten ja jetzt in der letzten Folge ein paar neue Städte gegründet. Im Übrigen muss ich sagen, das ist ja eigentlich schon das zweite Mal, dass ich die 8. Folge aufnehme, Offenkundig. weil vorhin, als ich es ursprünglich aufnehmen wollte, meinte hier irgendein Nachbar im Haus gerade anfangen zu müssen, seine Wohnung auseinanderzunehmen. Und ich habe dann ein bisschen hin und her überlegt und dachte mir, was machst du jetzt? Und habe mich aber entschieden, das jetzt nochmal aufzunehmen. Jetzt deswegen, weil ja, jetzt ist eigentlich sozusagen Mittagsruhe hier und ja. Da sollte also auch auf jeden Fall kein Baulärm irgendwo stören. Und ansonsten habe ich gerade festgestellt, dass wir, oder beziehungsweise festgestellt, ich bin gerade irgendwie dabei, so ein bisschen zu gucken, wo wir eigentlich waren. Es wäre in eurem Interesse, dass ihr dieses Angebot sorgfältig prüft. Ja, also hier haben wir jetzt natürlich wieder ein Angebot. Das klingt auch ziemlich gut. Gold 12 ist jetzt nicht ganz berauschend, aber 6 pro Runde ist schon ganz ordentlich eigentlich. Offene Grenzen bietet er uns auch noch an. Jetzt ist nur die Frage, haben wir noch Gewürze? Und wenn ich jetzt hier mal das wegnehme, dann kann ich ja hier drüben auch sehen, in Klammern, wie viel Gewürze da noch übrig sind. Und momentan ist es nur eins, deswegen lehne ich das jetzt hier erstmal ab. Denn das eine brauche ich, um hier meine Happiness zu halten. Und ja, wie gesagt, was ich eigentlich eben noch sagen wollte, glaube ich, war, dass dadurch, dass ich es ja schon ein zweites Mal aufnehme, vielleicht an der einen oder anderen Stelle ich schon ein bisschen abschätzen kann, was eigentlich losgeht. Das hatte ich jetzt auch eben schon überlegt, weil genau diese Stelle, die ich jetzt eben hatte, hatte ich vorhin auch schon mal. Ich versuche das jetzt hier aber nochmal genau so hin, oder ziemlich genau so hinzukriegen, wie das vorhin war. Und vorhin habe ich es auch erst abgelehnt, eben halt genau deswegen, weil nur ein Gewürz da war und jetzt sieht man hier aber, ne, das war sozusagen einfach nur die Bestätigung des auslaufenden Vertrages und deswegen könnten wir jetzt eigentlich nochmal quasi schauen, wie es jetzt aussieht hier beim Deutschen. Was nun? Aber Was ja, habt ihr genau. gesagt? Hier immer noch ein Gewürze, das heißt also, noch würde ich mir was wegnehmen. Es wäre in eurem Interesse. Ich will natürlich auch keine offenen Grenzen momentan, die kriege ich anders. Und ja, wir werden jetzt gleich feststellen, genau jetzt haben wir erstmal die Maschinen. Jetzt sorgen wir hier erstmal dafür, dass wir neue Forschung kriegen. Und ja, hier oben wurde dann auch gleich das Bildungswesen angeboten, also von unseren Beratern sogar empfohlen. Und es hat auch nur 11 Runden, deswegen nehme ich das jetzt auch gleich mal. Wir haben auch genügend Glauben gesammelt, um nochmal was hier mit Glauben zu kaufen. Jetzt muss ich nochmal gerade kurz gucken. Ja, wir haben ja den großen Vorteil, wenn wir hier eine, ich glaube, eine Pagode ist das, nennt sich das Ding. Wenn wir hier Pagoden bauen oder kaufen, kriegen wir nämlich nochmal 2 Happiness zusätzlich. Das ist natürlich äußerst charmant. Nutzen wir gleich mal auch aus. So. Mit unserem großen Propheten werde ich jetzt hier mal so ein bisschen unsere Religion Es wäre in eurem Interesse, verbreitern oder dass ihr verbreiten, dieses nicht verbreitern Angebot sorgfältig oder die prüft. Basis unserer Religion verbreitern. Und wie man sieht, hat ja Bismarck tatsächlich noch Interesse, immer noch das Gewürz zu bekommen. Wenn ich es jetzt wegnehme, habe ich hier 2. Heißt, jetzt kann ich es auch wirklich handeln und er macht das gleiche Angebot wie vorher nochmal. Deswegen nehme ich das auch garantiert an. Ich bin auch der Meinung, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, warum wir jetzt hier keine Gewürze mehr dabei haben, weil eigentlich hatten wir ja 2 Gewürze und ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig. Also genauer gesagt haben wir nicht nur 2 Gewürze, sondern genauer gesagt haben wir momentan ausgebaut 3 Gewürze und wenn ich jetzt 2 davon verhandle, dann sollte eigentlich noch ein drittes übrig sein, beziehungsweise wenn man mir anzeigt, dass 2 übrig sind, dann sollte ich auch eins davon noch verhandeln können. Was mir jetzt auch gerade aufgefallen ist,
ist, dass wir eine neue Technik haben und damit unsere Armee ein bisschen zumindest teilweise aufpäppeln können. Deswegen mache ich das gleich mal. Und ja, ansonsten schauen wir halt einfach mal, dass wir vorankommen. Aha, hier sind wir jetzt befreundet. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, und ansonsten gucken wir jetzt hier einfach mal, dass wir unsere Religion noch ein bisschen verbreitern oder ein bisschen ausbreiten. Und ja, da wir ja gerade offene Grenzen mit dem Deutschen haben, nutzen wir es gleich mal aus. Hier oben liegt Dortmund. Da gibt es zwar schon ordentlich Druck, aber es schadet ja vielleicht nichts, hier einfach nochmal lang zu gucken. Und ja, da wir so viel Happiness noch übrig haben, entscheide ich mich jetzt einfach hier nochmal noch weitere Siedler zu bauen. Jetzt gucke ich hier mal. Jetzt habe ich mir nämlich gedacht, dass hier so ein Räubernest da ist. Weil da genau will ich jetzt natürlich auch meinen Siedler hinschicken. Denn noch sind wir nicht ganz aus dem Zeitalter raus, wo wir Eisen in Massen gebrauchen können. Und deswegen würde ich halt ganz gern hier unten noch eine Stadt gründen und dann eben halt hier diese 2x6 Eisen, also 12 Eisen, noch mitzunehmen. So langsam verhärten sich hier auch so ein bisschen die Fronten gegenüber den einzelnen anderen Mitspielern. Ja, genau, die Songhai haben jetzt sogar schon ihre Hauptstadt verloren, was theoretischerweise ausreicht, um die erstmal aus dem Spiel zu nehmen. Zumindest von der Gewinnstrategie her. Und ja, also da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, mich darauf einzulassen. Und stattdessen haben wir jetzt hier erstmal die Möglichkeit, nochmal eine entsprechende neue Sozialpolitik einzuführen. Und ja, wir können jetzt hier schon bis zur Erkundung vorgehen, aber ich hatte mich auch vorhin schon eigentlich dafür entschieden, hier so ein bisschen Richtung Ästhetik zu gehen, einfach mal auch nochmal was auszuprobieren, was ich sonst nicht so unbedingt nehme. Was ich hier vor allen Dingen charmant finde, ist, dass man hier einen großen Künstler bekommt, dass man hier nochmal einen Plus für Kultur bzw. für Tourismus bekommt. Und ja, hier auch nochmal so ein Happiness-Bonus. Das ist bzw. ja, ein Kulturbonus auf die Happiness. Und deswegen habe ich gesagt, ich probiere das einfach mal aus. Schauen wir dann mal an, was das bringt. So. Genau, weil wir hier schon unsere Religion haben, ziehe ich hier einfach gleich mal weiter Richtung Essen. Bei Dortmund wird ganz alleine hier, denke ich mal, sein Potenzial aufbauen. Vor allen Dingen, wenn, ja, jetzt haben wir hier schon 10 Druck. Eben waren es noch 5 Druck. Und deswegen denke ich jetzt einfach mal, dass es sinnvoller ist, wenn wir einfach mal eine andere Stadt noch nehmen oder ja. Genau, mit dem Siedler bin ich jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig. Und verbünde mich jetzt hier eigentlich erstmal so mit allen möglichen und unmöglichen Gegnern. Ja, neues Angebot hier, aber ich muss auch ehrlich gesagt sagen, finde ich nicht so berauschend. Nur ein Gold pro Runde und nichts weiter. Das ist mir zu billig. Ja, gucken wir jetzt einfach mal. So. Genau, unsere Stadt da ist auch noch mal ein bisschen gewachsen. Jetzt gucke ich hier hinten noch mal rum, was da oben alles Schönes gibt. Und hier gucke ich jetzt einfach mal weiter. Ja, also die Hälfte der Welt ist hier schon mal mit uns jetzt befreundet. Das finde ich auch sehr gut. Weil ich glaube, wir sind militärisch momentan nicht die Stärksten. Können aber dadurch so nochmal gut Land gewinnen. Genau, hier muss ich jetzt mal gucken, was wir hier haben. Ich glaube, hier wollen wir erstmal so ein Kolosseum nochmal. Kostet zwar auch einen Unterhalt, bietet aber nochmal Happiness.
Und ja, momentan glaube ich, ist es absolut sinnvoll. Also ich habe ja auch jetzt nochmal ein Amphitheater gebaut, weil so ein Amphitheater immer nochmal einen Platz für ein großes Literaturwerk bringt. Wir müssen ja vielleicht auch nochmal was für unser Tourismus, für unsere Tourismus-Eigenschaft tun. Ja, und ansonsten gucke ich jetzt einfach mal, dass ich meinen Siedler dahin kriege. Zu Ehren sozusagen dieses Barbarenvolks, was wir da jetzt ausgelöscht haben, werde ich da jetzt die Stadt hingründen. Macht sie auch ganz sinnvoll, weil es ist erstmal eine Hafenstadt und dann ist aber auch ziemlich nah hier dran zu den beiden Eisen und auch sonst ist es eben halt günstig, weil genügend Abstand ist zu den anderen Städten, um da eben halt auch nach Möglichkeit, dass die Stadt sich richtig gut entfalten kann. Genau. Hier baue ich jetzt mal einen Hafen, weil irgendwie muss ich ja noch die andere Stadt hier unten anschließen. Und deswegen muss ich da auf jeden Fall hier und auch hier unten nochmal einen Hafen bauen. Um da eben halt auch nochmal Synergieeffekte irgendwo mitzunehmen. Und wir haben schon wieder genügend, ja, Daumen gesammelt, um ein neues, um eine neue Pagode zu bauen, zu kaufen. Klack. Erstmal alles schick. So, die beiden ziehe ich jetzt hier erstmal zurück. So. Sehr, sehr schön. Haben wir da also auch noch mal richtig gut unsere Religion ausgebreitet. Und es kann ja, wie gesagt, für uns nur positiv sein, wenn das sich noch vermehrt. Genau. Hier, wie gesagt, gründe ich jetzt erstmal meine nächste Stadt. Natürlich auch gleich etwas zum Bauen brauche. Und da fange ich wie immer erstmal mit dem Schrein an. Also, ich baue eigentlich immer erstmal einen Schrein und ein Monument, um einfach hier erstmal was für die Kultur und für den Glauben zu tun. Und dann wächst die Stadt nämlich eigentlich auch in ihren Grenzen schon relativ von alleine. Und auch relativ zügig. So, also hier oben kommt jetzt nicht mehr so viel. Genau, und dann Frachter schicke ich natürlich wieder auf die Reise. Wir könnten eigentlich auch nochmal gucken, ob wir einen zweiten Frachter oder irgendwas kriegen, weil das einfach offensichtlich richtig viel Kohle bringt. Und wie gesagt, Geld kann man ja eigentlich nie genug haben. Von daher ist das eigentlich schon ganz praktisch. Gelin pazarlığı. Ja, und dann schauen wir einfach mal. In zwei Runden haben wir auf jeden Fall auch schon das Bildungswesen. Ich glaube, das bringt auch nochmal ganz gut für die Forschung. Denn ich glaube, entweder man ist der Stärkste, was wir momentan definitiv nicht sein werden, oder wenn man nicht der Stärkste ist, muss man zumindest irgendwie gucken, dass man relativ viel Forschung rauskitzelt, um dann nach Möglichkeit wenigstens gute Einheiten zu fabrizieren, sodass sich da dann sozusagen keiner mehr rantraut. So, das Bildungswesen haben wir. Weißt du nicht, mein Sohn, mit wie wenig Verstand die Welt regiert wird? Nein, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber genau das frage ich mich heutzutage manchmal auch. So. Ja, brauchen wir doch hier gleich mal eine Universität. Und was forschen wir hier? Mal kurz gucken. Also ich würde auch eher zum Bankwesen tendieren. Alles hier schön ausbauen. Und hier hinten werde ich die Stadt erstmal hier hinbauen. Das habe ich auch vorhin schon gemacht. Also von daher mache ich wirklich eigentlich fast alles so, wie ich das ursprünglich geplant hatte. Kann mich aber wahrscheinlich auch ein bisschen besser darauf konzentrieren, was ich hier
so von mir gebe. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch totaler Stuss. Genau, hier baue ich nochmal eine Münzanstalt, einfach um da nochmal ein bisschen Geld mitzunehmen. Hat der schon ja 6 Anhänger. Das ist sehr gut. So, und jetzt nehme ich hier einfach wieder meinen großen Propheten, da er noch immer nicht aufgebraucht ist, ziehe ich damit einmal noch ein bisschen weiter durch die Lande. Ja, genau. Wieder ein Wunder von einem unserer wundervollen Gegner gebaut, aber das interessiert mich momentan eigentlich nicht. So, und hier mache ich jetzt erstmal, sehe ich erstmal zu, dass ich unsere neueste Stadt an unser Stadtnetz oder an unser Straßennetz angeschlossen bekomme, einfach um da eben auch nach Möglichkeit ja, ein bisschen Synergieeffekte rauszukitzeln. Wir müssen ja auch punktemäßig noch ein bisschen zulegen, weil wir sind hier gerade so im Mittelfeld. Sehr schön, eine Stadt wird religiös. So muss das. Ein Barbarenlager. Oh, okay. Ja, dann würde ich mal sagen, schicken wir hier gleich mal den hier runter. Und bauen den hier irgendwie mal an. Ah, okay, er baut hier unten an. Das ist natürlich auch eine Idee. So, weil wir hier das Barbarenlager haben, traue ich mich da jetzt irgendwie nicht weiter ran und baue gleich hier meine Stadt. Kann das Barbarenlager dann aber auch schon mal vor angreifen, bevor hier meine Einheit unten ist. Und ja, eigentlich an sich ganz gut. Also ich habe jetzt die Stadt da unten auch nicht unbedingt gegründet, weil hier so viele tolle neue Ressourcen sind, sondern einfach, weil sich das anbietet und ich jetzt auch nicht unbedingt Lust habe, mich so groß zu zerstreuen, sondern erstmal hier so ein bisschen die Lücken schließen möchte, eben halt auch, um zu vermeiden, dass hier nochmal neue Barbaren hinkommen. Und ich glaube, das nächste Mal werden wir dann hier wieder gleich hier oben uns diese Farbstoffe da holen. Und ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall haben wir schon wieder genügend Glauben gesammelt, um hier genau eine weitere Pagode zu kaufen. Die wäre natürlich auch ein bisschen teurer mit der Zeit. Aber ich denke auch trotzdem, dass zwischendrin jetzt sich das immer noch lohnt. Einfach auch, um natürlich hier nochmal ein bisschen Happiness zu generieren. Denn auch das, finde ich, kann man nie genug haben. Genau. Sieht auf jeden Fall schon mal alles ganz gut aus. Sehr gut. Wir haben noch ein Naturwunder entdeckt, was noch mal ein Happiness zusätzlich gab. Na gut, okay, nehme ich auch mal an. Genau. Kann ja eigentlich nicht viel passieren, wenn man das jetzt annimmt, außer dass die Happiness vielleicht so bleibt, wie es ist. Hoffe ich zumindest, weil irgendwie ist ja jetzt das immer noch nicht mit bei. Ich muss auch sagen, das hatte ich auch vorhin eigentlich schon festgestellt. Könnte ich ja auch nochmal wieder feststellen, quasi, dass das eigentlich sehr blöd gemacht ist, sage ich mal, dass man de facto nicht sieht, was man noch für Handelskontrakte mit wem hat. Weil, ja, selbst bei einem relativ kurzen Spiel, glaube ich, also ich zumindest habe nicht so die Zeit, das regelmäßig in einem Zug durchzuspielen. Zumal ich auch, wenn ich jetzt nicht gerade Let's Plays produziere, sehr, sehr gerne auf Spielstufe Marathon spiele. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, da weiß man dann spätestens nach dem dritten Speicher nicht mehr, welche verschiedenen Handelswege man hat. Und ich bin auch ehrlich gesagt zu faul, ständig mal erstmal nachzugucken. Zumal es ja auch nichts bringt, weil ich sehe ja das vielleicht nicht gerade in dem Moment, wo ich den Handelsvertrag vorgelegt bekomme. Also im Endeffekt, kurzer Sinn, es ist eben einfach ein bisschen blöd, dass man da nicht sieht, was man da, mit wem man da was handelt, sondern nur wie viel offen ist und offensichtlich auch noch nicht mal das so richtig stimmt.
Oder vielleicht stimmt es auch und ich bin einfach zu blöd dazu, das in irgendeiner Weise richtig hinzukriegen. Ja, gut, okay, wir haben, also ich stelle jetzt gerade fest, wir haben tatsächlich drei Handelskontrakte mit Gewürze und wir haben momentan nur drei Gewürze, deswegen ist das sozusagen ausverkauft bei uns. Aber wie gesagt, das stelle ich immer auch erst jetzt fest und ja, hätte natürlich jetzt sagen können, nö, Däne kriegt jetzt nichts mehr. Aber ja, warum sollte ich das tun? Ist ja eigentlich, ich habe ja auch so noch genug Happiness, das ist ja jetzt nicht so, dass wir da am Hungerstab gehen. Und ja, schauen wir mal. Ich glaube, irgendwo bei mir in der Nähe gibt es auch nochmal ein Gewürz. Das könnte man dann auch nochmal mit einer Stadt begründen. So, hier oben gehe ich jetzt mal nochmal auf Barbarenjagd. Weil da oben wird bestimmt nochmal irgendwie so ein Barbarenlager geben. Das werden wir natürlich gleich ausheben. Und ansonsten, ja. Genau, so. Haben wir also auch Kopenhagen nochmal. Obwohl das jetzt keinen großen Druck erstmal fabriziert, aber ja, schauen wir mal. Ah ja, großer Schriftsteller, auch sehr gut. Ein Markt, wieso eigentlich ein Markt? Kann ich hier nicht irgendwie was anderes bauen? Monument ist doch eigentlich viel besser. Schauen wir hier gleich, aber nee. Also ein weiser Voraussicht, kann man fast sagen, habe ich hier jetzt tatsächlich auch nochmal so ein Amphitheater gebaut. Und das ist scheinbar auch gar nicht mal so schlecht gewesen. Dass man also auch gleich bald hier unseren großen Schriftsteller verwenden können. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass die das zerstören, aber das werden wir auch gleich wieder aufbauen. Dann muss ich noch ein bisschen gedulden. Deswegen einfach habe ich jetzt einfach mit der Leertaste ihn übersprungen in der Reihenfolge und ja, schauen wir mal. So, und weg ist er. Stadtverbindung errichtet, das finde ich auch sehr gut. Gibt auch nochmal ein Happiness. Also von daher ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir die Städte irgendwo anschließen. Ungar. Wobei man ja eben in Civilization 5 ein bisschen vorsichtig sein muss, wie weit man oder wie lang die einzelnen Streckenabschnitte werden, weil das einfach Geld kostet. Oh oh. Gibt es eine Wahl. Aber erst in 5 Runden, aber wir können uns ja trotzdem schon mal so ein bisschen damit beschäftigen, was hier quasi angeboten wird. Zum einen, dass hier das Weltwunder 3 Kultur bringt. Nützt uns nicht ganz so viel, weil wir haben nicht so viel Weltwunder. Und ich glaube, dann werden wir hier lieber die Kunstfinanzierung in irgendeiner Weise nehmen. So, jetzt, ja, der muss natürlich hier irgendwie, ach so, hehe. Ja. Stellen wir da unten erstmal rein. Und mal sowieso gucken, was haben wir denn jetzt hier? Noch ein Eisen. Und das ist, glaube ich, auch noch erhandelt. Das heißt also, müssen wir relativ schnell gucken. Das war hier unten das Eisen, das wir jetzt hier gleich einnehmen werden durch unsere neue Stadt, die sich ausbreitet. Das wir es dann relativ schnell ausgebaut bekommen. Ja, ich hab's gewusst, dass da oben noch einer ist. Also schauen wir mal, wie lange braucht der hier zum... Ja, sagt er uns nicht, wie lange er braucht. Ich hoffe, es dauert nur nicht so lange, bis das repariert ist.
Und ja. Straße nach Modus abgebrochen. Ja gut, okay, ist natürlich jetzt auch vollendet. Also ich weiß nicht, was er da noch anbauen will. Deswegen mache ich das jetzt anders und baue natürlich gleich eine neue Straße hier zu unserer nächsten Stadt. Und die hat sich auch schon erweitert hier auf Pferde. Finde ich sehr toll. Und wir haben gleich das Bankwesen, das ist noch besser. Also von daher sehr gut. Und ich würde mal sagen, da es jetzt hier schon relativ hoch hergeht und die sich alle schon so ein bisschen gegeneinander verhaken und bekämpfen, nehmen wir erstmal Schießpulver. Dann haben wir da auch wieder ein bisschen nach dieser Maxime. Wir brauchen starke Einheiten. Uns verbessert. Wobei, das glaube ich, werden wir eher in der nächsten Runde dann irgendwie, also in der nächsten Folge, so besser gesagt, zu Ende erforschen. Auf jeden Fall. Was brauchen wir denn jetzt hier? Ach so, eine Bibliothek, ganz klar. Damit wir erstmal ein bisschen noch Forschung reinkriegen. Und hier bauen wir erstmal noch eine Universität, weil Geld haben wir, glaube ich, momentan auch erstmal genug. So. Ich guck mal ganz kurz, wie lange hier unser Amphitheater noch braucht. Ich glaube, das machen wir auf jeden Fall noch fertig, weil dann kann ich nämlich unseren großen Schriftsteller noch gut einsetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier so einen kleinen Cut. Oh, super. Super, super, super. Wir haben auch mal wieder ein Weltwunder erschaffen. Finde ich ganz große Klasse. Und weil wir hier auf einem anderen Kontinent sind, also eigentlich würde ich ja jetzt erst sagen, wir bauen erst einen Hafen. Aber die Stadtmauern gehen schneller und das finde ich hier auch wesentlich wichtiger. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wie lange sich die Polynesier noch so wahnsinnig ruhig verhalten. Ach du grüne Neune. Ja, erstmal zurückziehen, erholen lassen, irgendwie was. Super. Genau, jetzt haben wir also auch unser Gold wieder repariert. Das finde ich auch sehr gut. Ich muss auch feststellen, ich bin in dem zweiten Durchlauf ein bisschen schneller. Ich merke auch definitiv schon die Unterschiede. Also zum Beispiel war Dänemark mit seiner Stadt schon ein paar Runden weiter vorne erledigt. Kopenhagen, genau. Wir müssen jetzt so ein bisschen abstimmen hier. Also ich habe gesagt, gut, ach, wir haben nur eine Stimme, dann würde ich sagen, nehmen wir die Kunstfinanzierung. Oder was hatte ich denn gesagt? Nee, doch, wir haben gesagt Kunstfinanzierung. So, Abgeordnete einsetzen, jawohl. Und ich würde sagen, wir gucken uns definitiv noch an, was dabei rauskommt. Haben wir hier oben eigentlich auch noch irgendwas Schickes an? Luxusressourcen? Nee, wir haben nur noch hier oben, wie gesagt, die Färbemittel, die werden wir uns auf jeden Fall noch holen. Und was haben wir hier oben noch? Haben wir hier oben überhaupt noch was? Ja, Elfenbein, das können wir uns auch noch holen. Ja, und hier unten natürlich auf jeden Fall nochmal die Gewürze, weil schadet ja nichts. Ui, schon wieder ein großer Künstler geboren. Das ist natürlich, ach du grüne Neune, ein Satrapenhof. Das ist ja mal cool. 25 Gold, 3 Gold bringt es so schon noch. Irgendwie was für Händlerplätze. Zufriedenheit. Also ich glaube, das baue ich auf jeden Fall definitiv gleich mal. Ja, und hier natürlich auch genauso. So, dann setze ich erstmal den ein auf jeden Fall. Super, das hat schon mal eingebracht. Und natürlich den hier gleich noch hinterher. Für die Ohren einer vom Gott des Todes besessenen Person klingen Vernunft und Einwände nur wie unbedeutende Klagen.
So, haben wir das auch erledigt, würde ich sagen. Hier hat jemand seine. Ach so, okay. Erst jetzt hat er seine Religion verbessert. Kulturerbestätten haben wir nicht verabschiedet und Kunstfinanzierung ist verabschiedet. Also müsste eigentlich genau das durch sein, was wir wollten. Jetzt beende ich noch die Runde. Damit das alles schön dann auch mitgespeichert wird. Und dann würde ich sagen, ist das mal wieder ein wunderbarer Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wie man gesehen hat, also beziehungsweise ich habe jetzt auch festgestellt, es macht tatsächlich so einen Unterschied, wenn man das sozusagen die Runden dann nochmal durchspielt. Allerdings sind das jetzt auch nur ganz kleine, ganz minimale Unterschiede. Also wie gesagt, Dänemark ist ein bisschen später die Hauptstadt gefallen. Ansonsten, ja, so ein paar Barbaren waren ihm halt jetzt hier nicht eingeplant in der Richtung, beziehungsweise dann zufällig noch erschienen. Und ansonsten glaube ich, der Rest war eigentlich ziemlich gleich. Ja, von daher glaube ich, macht das auch gar nicht so viel Unterschied, wenn man aufgrund der Nachbarn und der Lautstärke dann das vielleicht doch nochmal einmal öfter aufnimmt. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Und ja, keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch eine Idee, was ihr so macht oder was man generell machen kann, wenn ja, Störgeräusche sozusagen dort auftreten und man irgendwo was aufnehmen will. Manchmal ist es ja vielleicht auch so, dass man gar nicht unbedingt das nochmal aufnehmen kann, weil da wirklich so eine tolle, geile Szene mit bei ist, wo man sagt, also habe ich gar keinen Bock drauf, das nochmal neu aufzuziehen und weiß ich auch gar nicht, ob ich das nochmal hinkriege. Und von daher, ja, wenn es also Vorschläge gibt, was man da machen kann, immer her damit. Und ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.